Sie haben selbst gesagt, wir wollen keine neuen Gelder, wir wollen keine neuen Kredite. Aber dennoch läuft es genau darauf hinaus. Dennoch wird es ja so sein, dass Sie neues Geld brauchen, um Ihre Kredite zurückzuzahlen, denn Sie können sich ja am Finanzmarkt unmöglich selbst finanzieren. Also ist es nicht ein beachtlicher Widerspruch, dass man einerseits sagt, man will keine neuen Kredite, andererseits müssen Sie aber das Geld zurückzahlen, also haben Sie gar keine andere Wahl? Es ist absolut kein Widerspruch. Es ist genau der Vorschlag, der aus der Krise führt. Das Erste, was wir gleich nach der Regierungsübernahme gesagt haben, unseren Partnern, bitte, wir frieren jetzt da alles ein, weil diese Spirale, ständig Geld zu holen, jetzt nicht aus dem Kapitalmarkt, sondern aus unseren Partnern, um die alten Kredite zurückzubezahlen, hat das keinen Sinn. Es führt ja zu einer Spirale, die Wirtschaft tiefer in eine Rezession reinführt und die Gesellschaft in eine tiefere humanitäre Krise. Unser Hauptvorschlag war und wird auch im Juni sein, wenn die eigentlichen Verhandlungen beginnen werden, bitte gibt uns die Möglichkeit, die griechische Wirtschaft wieder zu beleben, das heißt Wachstum zu erzielen und über diesen Wachstum sowohl unsere Schulden zurückzubezahlen als auch die Krise in Griechenland zu bekämpfen. Und das ist keine neue Idee. Sie müssen in den nächsten Monaten mehrere Milliarden Euro an Schulden tilgen, Schulden zurückzahlen. Und die Zinsen auf griechische Staatsanleihen sind in den letzten Monaten seit dem Amtsantritt fast um ein Drittel gestiegen. Also Sie brauchen ja die europäischen Partner, die Institutionen, dass die Ihnen das Geld geben. Denn am Finanzmarkt werden Sie sich wohl nicht finanzieren können. Ich formuliere jetzt andersrum. Die Lösung wollen wir mit unseren Partnern gemeinsam finden. Weil für uns gibt es keine Lösung oder keine Option außerhalb der EU oder außerhalb der Eurozone. Das ist einmal das eine. Das zweite. Wir haben unseren Partner vorgeschlagen, dass wir erstens einmal unserer Pflicht nachkommen. Zweitens einmal wirklich genau zu berechnen, ob es eine echte Möglichkeit gibt, diese Staatsschulden zurückzubezahlen. Und da müssen sich unsere Partner auch dazu äußern. Sie haben sich dazu geäußert. Viele sagen, dass diese Schulden nicht bezahlbar sind. Das heißt, es muss ein Schuldenschnitt kommen. Anders geht es nicht.